Was geht ab, ihr kleinen Schlingel, und willkommen zu einem neuen Video. Wir Menschen sind schon irgendwie komische Wesen. Wir haben Angst vor Dingen, die eigentlich überhaupt nicht gefährlich sind. Viele meiner Freunde haben Angst, mal mit dem Flugzeug abzustürzen. Und wenn ich dann zu ihnen sage, dir ist schon klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du mit einem Flugzeug abstürzt, 1 zu 10 Millionen ist, da könntest du genauso gut Lotto spielen gehen und sagen, du gewinnst. Heute stelle ich euch mal 7 gefährliche Dinge dar, die wir alle in unserem Alltag tun und die gefährlicher sind als viele Dinge, vor denen wir wirklich Angst haben. Die erste Sache, Sex. Sex ist etwas sehr Schönes. Sollte es zumindest sein, wenn nicht, dann ist irgendetwas falsch. Man tauscht Gefühle aus, man tauscht Liebe aus. Und für manche Menschen zu viele Emotionen, dass sie daran sterben. Natürlich, wir jungen Hüpfer sind da nicht so gefährdet. Über 90% der Leute, die sterben, sind über 57 Jahre alt. Aber es sind immerhin pro Jahr 10.000 Menschen auf der Welt. 10.000 Menschen sterben beim Sex. Ich sag mal so, so schlimm finde ich das gar nicht. Es gibt doch schlimmere Arten zu sterben, als mit einem schönen Höhepunkt am Schluss. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das Interessante ist, es sind deutlich mehr Männer, die daran sterben. Und die meisten sterben beim Fremdgehen. Also fassen wir zusammen, Männer, die älter als 57 sind und fremdgehen, sind besonders gefährdet, beim Sex zu sterben. Finde ich aber interessant, sind die dann aufgeregter beim Fremdgehen, deswegen wahrscheinlich. Die zweite Sache, auf Toiletten. Allein in den USA gibt es 40.000 Unfälle auf Toiletten jedes Jahr, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Wo ich mich wirklich frage, Leute, was treibt ihr so auf den Toiletten? Was macht ihr da? Ich glaube, ich will gar nicht wissen, was sie da alles so drauf anstellen. Was passiert dann eigentlich, wenn man Sex auf einer Toilette hat? Das wäre ja dann doppelt gefährlich. Also, liebe Freunde, habt es an vernünftigen Orten, aber lasst die Toilette mal weg, okay? Das nächste, Stühle. Jetzt werdet ihr euch denken, hä, Stühle? Wie sollen Stühle denn gefährlich sein? Hier, habt ihr schon mal einen Drehstuhl gehabt und euch da mal draufgestellt? Meine Mutter hat mich immer gewarnt, stell dich da nicht drauf, du kannst voll echt umfallen. Bis der kleine Julian dann wirklich mal umgefallen ist damit. Das passiert ziemlich schnell. In den letzten 10 Jahren sind 2000 Menschen aufgrund von Stühlen gestorben. So krank das irgendwie klingt. Wenn man im Meer baden geht, dann denken viele Leute, das wäre gefährlich, weil er irgendwie ein Hai fressen kann oder so. Wisst ihr, liebe Freunde, wie oft ihr baden gehen müsst, bis ihr statistisch gesehen von einem Hai getötet werdet? Ganze 150 Millionen Mal! Das ist ziemlich oft. Ich habe extra nachgeguckt. In den letzten Jahren sind im Schnitt irgendwie 3,5 Menschen pro Jahr durch einen Haiangriff gestorben. Das ist extrem wenig. Davor braucht man keine Angst haben. Denn eher davor, dass man einfach so ertrinkt. Denn allein in Deutschland ertrinken 500 Menschen pro Jahr. Ich denke mal viele davon, wenn sie irgendwie betrunken sind und ins Wasser fallen. Es gibt so viele Dinge, vor denen ihr mehr Angst haben müsst, als vor Haien. Habt mal mehr Angst zum Beispiel vor Wespen. Ich hasse Wespen. Letztens hatten wir eine Wespe in der Wohnung. Wir haben eine halbe Stunde gebraucht, um sie wieder rauszukriegen. Wenn ich allein dieses Brummen höre, ich bin der Erste, der wegrennt. 40 Menschen im Jahr sterben an Wespenstichen. Natürlich haben die meisten eine Allergie, aber damit sind die Viecher schon 10-mal so gefährlich wie Haie. Das nächste ist Rasieren. Es gibt ja verschiedene Orte, an denen man sich rasieren kann. Das muss ich euch ja nicht erklären, Freunde. Zum Beispiel der Bart. Etwas, was ich selten tue. 1000 Leute pro Jahr werden weltweit eingeliefert in die Notaufnahme, weil sie sich bei Intimrasuren verletzt haben. Liebe Freunde, das klingt vielleicht irgendwie witzig, ist es aber nicht. Da kann man ganz schnell mal abrutschen und dann habt ihr den Salat. Zum einen ist das sehr schmerzhaft, zum anderen, wenn ihr das erklären müsst, irgendwem auch irgendwie ein bisschen peinlich. Guckt euch vorher ein paar Tutorials an und zieht dann schön durch. Oder rasiert euch einfach gar nicht. Das letzte sind die guten alten Selfies. Ungefähr 30 Leute sterben pro Jahr dabei, Selfies zu machen. Dieses Phänomen habe ich schon des Öfteren besprochen. Viele Leute sind einfach nur unachtsam. Die laufen durch die Gegend, über die Straße, machen schnell ein Selfie und dann kommt der Wagen und boom. Andere machen auf Schienen Selfies. Andere machen auf Hochhäusern, klettern auf verbotene Orte. Natürlich sterben da ein paar Leute. Und zwar 10-mal so viel wie bei Haiangriffen ungefähr. Also, liebe Freunde, macht ihr das deswegen keine Selfies mehr? Nein. Also auch keine Angst vor den bösen Haien. Und jetzt recht keine Angst vorm Fliegen. So, liebe Freunde, was auf jeden Fall nicht gefährlich ist, ist es, den guten Daumen nach oben dazulassen. Es nicht zu tun, wäre wirklich gefährlich. Denn dann komme ich persönlich vorbei, liebe Freunde, und setze einen ganzen Wespenschwarm bei euch in der Wohnung aus. Wollt ihr das? Nein, wollt ihr natürlich nicht. Also lasst einen Daumen nach oben da. Das war's von mir. Die Welt ist böse und passt auf euch auf.